Moin, willkommen zur ersten Aufnahme Let's Play League of Legends Level 1 bis Level 30. Ich habe mir für dieses Projekt jetzt nochmal den Jens geschnappt. Hallo. Und in diesem Projekt haben wir vor, ganz normal von Level 1, unserem allerersten Spiel, bis Level 30 durchzuspielen. Wir haben uns extra neue Accounts gemacht, mit dem Linkshop, wie bei mir YouTube, und bei dir ist es dem Spätzle. Mit dem Artikel kann man auch sofort erkennen, dass wir Deutsche sind. Und ja, wir werden erstmal jedes Spiel versuchen aufzunehmen und hochzuladen. Und wenn man Level 1 ist, muss man die ersten 5 Level, glaube ich, gegen Bots spielen. Was die Ja. ersten Level. Okay, dann war es die ersten 5 Level. Bis Level 5, ja. Okay, und dann würde ich sagen, wir gehen zusammen auf die Bot, auf die Top Lane. Du bist Nidalee, oder? Ich bin hier, ja. Und ja, wir sind natürlich Level 1, deswegen haben wir keinerlei Runen und keinerlei richtigen Meisterschaften. Ich habe mir jetzt in den Meisterschaften 1,25 Cooldown Reduction genommen und dir. Und du hast dir was genommen? Ich habe mir, glaube ich, den Schaden genommen. Ah, diesen prozentual erhöhten Schaden. Ach, hast du. Spielst du eigentlich mit Smartcast? Wenn ich mal Ja. jetzt kannst du. Ich spiele Ah, jetzt mit ich. Smartcast. Ich Oh, ich fail bin. zwar sehr oft, aber ich Ja, spiele damit jetzt. hier kannst du gut üben. Auch generell, ich hab's am Anfang auch 1 gegen 5 Bot-Game damit geübt. Und oh, schon zwei AFK, Leute. Willkommen im Low-Elo-Bereich. Dann musst du wohl gleich vielleicht Mitte gehen. Dürfte ja nicht so schwer sein. Oh Gott, wir haben ja keine Meisterschaften. Doch, einen Punkt haben wir verteilt auf Level 1. Also Kha'Zix hat sich schon mal bewegt, der hat sich aber nichts gekauft, der liest sich bestimmt alles durch. Und der Garen, der ist. In der Mitte, also könnte sein, dass er disconnected ist. Wir spielen ja normal mit Geist und Teleport gibt es vielleicht noch nicht auf diesem Level. Nee. Also, ich meine, Geist und Heilen ist eigentlich ganz gut auf Level 1. Es gibt Wiederbeleben und Klarheit. Noch. Die Vasallen sind erschienen. Ja, Klarheit auf jeden Fall und Wiederbeleben auch. Oh, okay, der Garen ist wirklich disconnected, weil die Leute, die disconnected haben, haben über 1000 Rüstung mal jedes. Ich würde sagen, erstes Game, ich gehe mal in die Mitte. Mach das. Ah, Kha'Zix hat sich Kha'Zix. jetzt was gekauft. Geht der Bot oder Mitte? Jo, Kha geht Mitte. Ich glaube, die Leute sind gerade richtig überfordert, weil ich meine, wir sind hier gerade auf Level 1. Und wir haben Anfänger ausgewählt, also. Wir haben extra das Niedrigste gelevelt. Hey, du hast mir meine Farben geklaut und du, ich hasse dich. Ich kann zwar nicht Farben, aber egal. Jetzt kannst du es üben. Sollen wir angreifen? Nein. Ich muss hinten stehen und meine später werfen. Oh, Ja, ich geschafft. muss auf ihn drauf springen. Aber meine Reichweite ist nicht weit genug. Ja. Ich wollte schon links aus Reflex wollte ich schon Ward setzen gehen. Aber nein, das ist ja hier Bot-Game. Bots können auch hier. Ja, seit neuestem schon. Also ich setze ein Ward. Ja, aber die machen das erst auf der Laning Phase. Ja, geil. Hui. Die greifen am Anfang eh nur die Dings an, bis die weg sind. Okay, Okay, Tower. okay, okay. Oh, sie hat da den Tower getankt. Kann ich doch natürlich mit Fiora. Spielen dann alle einigermaßen in Ordnung. Gut, außer unser Garen darf kaufen. Ach, soll ich mal was Lustiges erzählen? Es passt gerade richtig gut, dass ich Nidalee spiele, denn mein aller SS-LOL-Game war mit Nidalee. Auch. Nur, da hatte ich relativ wenig Ahnung von ihr. Ich habe eigentlich gar keine Ahnung, weil meine allererste Leute war mit Niklas und Leon. Dann haben wir 3 gegen 3 zusammen gespielt und. Ne, wir haben ein bisschen auf die Fresse bekommen. War der Niklas da etwas kompetenter? Nein. Also, die Junge ist schon fast 2 Jahre her. Aber er war ja so inkompetent, seine Runde mit seinem SDAZ-Account. Weißt du noch seine Stats? Nein. Ich glaube irgendwie 0, 15, 0. Ach, hab ich schon schlechte Spieler gesehen. Sein ganzes Team hat gegen Bots, gegen Anfänger-Bots, 0 Kills und die haben verloren. Es ist gegen Anfänger. Was machst du da? Ach, du bist Base. Sag mir das doch. Ja, ich dachte, wir sind Level 1, ja, da braucht man das Wir sind nicht. Level 3. Ich
Ich in Level 3? Nein, ich meine so Beschwörer-Level. Ja, klar. Ach komm, ich mach mich mal schneller. Ich kann ja nur Müll machen. Aber mit dem aufsteigenden Level will ich auf jeden Fall Teleport mitnehmen. Ja. Weil Teleport ist ja so stark gebufft worden, dass wenn du so einen Turm machst, ist keine 300, 200 Sekunden. Also ich weiß nicht, ob ich 880 Gold habe, dann hole ich mir meinen Kirchharmonie und dann kann ich auch ein LG zurück. Dann kann ich mir Kirchharmonie holen, da habe ich krasse Mana-Regeneration. Ich hole mir die Hydra gerade. Tatsächlich. Obwohl das nur ein Langschwert. Ich habe gerade ein Problem mit meiner Stimme irgendwie. Dann schon die Heilung benutzt für mehr Attack Speed. Ich habe meine E benutzt. Und jetzt gehe ich weg. Ich weiß nicht, wenn ich meine Katze habe. Was? Ich freue mich, wenn ich meine Katzengestalt habe. Ich habe schon gedacht, du hast eine Katze? What? Na, schon lange. Vor vielen Jahren, sag ich dir. Gott. Ja. Schrecklich. Ich weiß, sogar zwei. Wie hast du das überlebt? Katzen gar sind nicht. Doch schreckliche Tiere. Ja, klar. Wir müssen K6, wir müssen gucken. Na, oh, ja. Gott. Shogas müssen wir auslocken, damit wir ihn töten können. Das könnten wir sicherlich hinbekommen, so locker easy. Eigentlich müsst ihr auf die Botlane gehen. Also, schaffst du es hier alleine? Ja, klar. Shogas ist auch alleine. Okay, dann bin ich mal eben weg. Jo. Ich hol mir schon den Kelch der Harmonie. Wie gesagt, für die beste Magie, wegen gewissen Mana-Regulation. An Heiltränke Yolo brauche ich nicht. Und Ghost, weil ich kann. Ja, wer braucht Heiltränke? Ich bitte dich. Abgesehen davon, dass ich mich selber heilen kann. Nein! Oh, bitte. Ich hätte beinahe das erste Blut machen können, wenn ich mich getraut hätte, durch den Turm zu rennen. Oh. Das Tolle war, ich glaube, meine Minions waren sogar noch in Schussreichweite des Turms. Weißt du, was ich lustig finde? Was? Ich muss mir die ganze Zeit den Farm mit dir teilen. Und trotzdem hat die Ashe weniger Farm als ich. Wow. Farm mit mir teilen ist ja auch so, als ob man alleine lanet. Ich glaube jetzt. Das ist die Battle. Ich bin noch immer, Free Farm. Nein, ich hab grad das. Rauscht mein Mikrofon gerade irgendwie? Nee, alles ruhig wie immer. Was? Alles ruhig wie immer. Weil mir sagt die Aufnahme gerade, wenn ich ruhig bin, dass da immer so ein Ton ist. Bei mir ist nichts zu hören. Ich glaube, das ist meine Atmung. Du darfst einfach nicht atmen. Manchmal will mein Sperren keinen Schaden, das regt mich ganz so richtig auf. Ich könnte theoretisch eine Socke drüber legen, vielleicht würde er das dann so als Pop-Schutz sehen. Mein Mikrofon sieht es als Pop-Schuss. Schuss. als Pop-Schuss. Du bist schon Level 6? Ja, sicher. Ich bin der Schlechteste aus dem Team. Nein, Garen ist der Schlechteste. Ja, abgesehen von Garen. Man kann nicht schlechter sein als Garen. Ich meine, es ist Garen. Der Reisbus 30 Minuten Garen, hallo. Oh, Kill. Dieser Kills. Ich glaube, die Ashe ist nicht allzu blöd, wie ich dachte. Weil ich glaube, einige werden schon in den Turm gerannt. Ich glaube, sie weiß einfach nur nicht, wie man richtig farmt. Ein bisschen Erfahrung hat er, glaube ich, schon. Ich weiß auch nicht, wie man farmt und ich bin Level 30, mehrmals. Ich beschwer dich genau daneben. Ich denke einfach viel zu kompliziert. Obwohl doch, die Ashe stellt sich ganz blöd an, die macht die Kuh hier die ganze Zeit auf die Vasallen. Obwohl sie die Gegner verlangsamt. Warum nicht, ne? Das kostet ja nur Mana ohne Ende. Ja.
Das ist ein bisschen Mana da. Also ich würde das Scheiße. Auf jeden Fall am Turm benutzen. Ja, das macht da sehr viel Sinn, wenn die Hälfte Turm noch weniger langsam an. Ja, dann kann er einem nicht weglaufen. Ja, das geht auch übrigens sehr gut bei Wards. Ah, soll ich sagen, was richtig lustig ist? Ich hab letztens mit Draven gespielt. Vor 2 Tagen habe ich mit Draven gespielt. Und da hat jemand einen Gegner einen Ward gesetzt. Und ich hatte den Ward mit dem roten Trinket aufgedeckt. Und ich hatte glaube ich, noch ein halbes Leben. Da, oh, ich hab das getroffen. Dann mache ich meine Auto-Attacks auf den Ward und der Ward heilt mich. Also an Ward kann man Lifesteal ausüben. Da habe ich eine Auto-Attack gemacht, außer ich kriege 100 Leben wieder. Das war halt gefeierten Raven. Genau. Leck mich doch am Arsch. Ich habe jetzt alles draufgehauen auf den Sugar, so nix. Kein Kill. Oh, Kha'Zix ist hier. Warum geht Kha'Zix Bot? Genau, wieso habe ich 2 Kills? Und du nicht? Ich hatte 2 Chancen, nur Shogas ist immer weggerannt. Und Geist ist kacke. Ich habe keine Meisterschaften, daran liegt. Und das ist meine erste Runde gegen richtige Bots. Gegen richtige Bots mit Fiora. Und ich habe kein Mana. Ich gehe zurück und kaufe mir jetzt erstmal Hydra zu Ende. Dann markiere ich mal den Turm. Womit? Zurecht. Was? Soll das eine Herausforderung sein? Ja, dann gehe ich mal Mitte. Weil Shogat sich den Red Buff holen musste? Ja, den Red Buff holen musste. So, mal gucken, ob ich es schaffe, einen Kill zu machen. Ich mache einfach eiskalt zu wenig Schaden. Das kenne ich. Die überleben immer mit 200 Leben, aber genau mit 200 Leben. Ja, ich mache gerade auch vergleichsweise wenig Schaden. Ich weiß nicht, was ich falsch mache. Keine Runen, keine Meisterschaften, keine Items. Oh, mein Schwert getroffen. Über. Abgesehen davon. Nein, Shogas! Lauf bitte in den Turm, Shogas! Warum bist du nicht dumm, Shogas? Warum bist du nicht dumm? Das fragen uns alle. Ja genau, jetzt mache ich noch weniger Schaden an Minions als vorher. Ist natürlich auch schlau. Oh mein Gott, mein Schwert ist fast getroffen. Gott, ich benötige Flash. Wusstest du, dass du früher nie mit Flash gespielt hast? Ja. Genau mit 200, ich fühle mich langsam verarscht von dieser Scheiße hier. Ja. Unverschämter Pöbel. Gott. Warum schlucken die so viel? Ich halte mich niemals zurück. Oh mein Gott, wie knapp hat die jetzt überlebt? Will ich gar nicht wissen. Bis zum Tod. Wie knapp die aber die ganze Zeit überleben? Na gut, ich habe auch kaum Fähigkeitscheck. Aber 15 durch den Ring. Genau, jetzt fehlt mir Mana. Leck mich doch am Arsch. Nein!
Gott! Was macht der hier? Leck mich doch am Arsch, das ist mein erster. Was soll denn der Scheiß? Was macht der Kha'Zix da? Der ist nicht unser Jungle, der ist Mitte. Der soll Mitte machen. Der hat mich jetzt eiskalt KS'd. Das war die erste Chance für einen Kill für mich jetzt wirklich, ohne dieses 200er Überleben da. Dem Spitzler has destroyed an enemy turret. Gott. Ja, jetzt rennt er weg, natürlich. Leck mich doch am Arsch. Okay, noch 10 Gold habe ich meine Rabadons. Und Rabadons. Jetzt mache ich ein bisschen Fähigkeitsstärken schaffen. Nö, irgendwo hört's auch mal auf. Gott, ich gehe gleich zu euch. Wird da gerade jemand etwa mad? Nö. Ist ja nicht so, als ob ich hier eigentlich solo top mache, Kha'Zix Mitte und mich hier zweimal KS hat. Der roamt. Das sei doch dankbar. Ihr macht wenigstens Kills. Das. Ja, wenn der hier jetzt. Wenn der nicht top gegangen wäre, hätte ich jetzt 2 Kills. Glaube ich nicht, weil der hat dir doch beim Kill machen assistiert. Shogas hatte beim ersten Mal 300 Leben. Ich habe meine Ulti gemacht, der wäre so oder so gestorben. Nur Kha'Zix wollte mir den Kill halt wegnehmen. Fand ich jetzt nicht lustig von dem. Ah, du bist es ja. Ja, danke. Danke, so. Sag mal, benutzt du eigentlich auch die Hydra? Nö. Das ist eigentlich, ich benutze sie häufig. Ich benutze sie eigentlich fast immer, wenn du auch vom Cooldown zurück ist. Also Hydra kann man gut benutzen, finde ich. Ich weiß, ich vergesse immer nur, was die macht. Die macht 60% Schaden. 60 bis 100% Schaden. Also quasi ein zusätzlicher Auto-Attack. Du kannst einen Auto-Attack machen, danach sofort die Hydra benutzen. Okay. Ja, wer hat denn den besten Farm von uns? Ja, wer hat denn den besten Farm von uns? Ey, kann es mir sein, dass ich mich nicht getroffen hat? Oh. Hallo, Sona. Ich helfe mal MDR. 600 Schaden. Deiner Kuh. So. Leck mich doch. Ich komme mal eben zu dir. Hast sicher nichts dagegen, oder? Kannst du ihn irgendwie stunnen? Weil dann mache ich mir eine Ulti. Okay. Jetzt möchte ich sie nicht mehr machen. Put. Komm, Sona. Los, Sona. Los. Trau dich, Sona. Oben sieht's gerade schlecht aus. Aber Kha'Zix möchte halt jungeln. Und jetzt nicht mehr top machen, wenn ich nicht mehr top mache, weil er mir top zweimal gestealt hat. Ja. Okay. Oh mein Gott. Läuft. Oh, läuft bei dir. Ja, ich habe meine Ulti dafür rausgebracht für einen Gegner. Warum nicht? Moin, ich wollte den Gast kommen und die klauen. Ja, Kha'Zix ist gekommen, da habe ich lieber mal schnell meine Hydra rausgepackt, glaube ich. Ja. Du scheiß Killstealer. Ja, jetzt weißt du, wie ich mich gefühlt habe, Freund. Nein, gesilenced. GG. Nein. Wie ich die ganze Zeit gefühlt habe. Na, also bei dir habe ich ja kein Problem damit. Und wenn ich Zyra spiele? Dann kann es dezent nerven. Ich habe kein Mana, also ich sollte, glaube ich, zurückgehen. Ja, wäre die Soraka, hätte ich dir jetzt eben geholfen. Soraka ist, glaube ich, gerade nicht kostenlos zu spielen, oder? Nee. Oh. Spiel sogar.
Ich habe gerade einen anderen Namen gelesen. Welchen denn? Der hatte auch zwei Ws drin. Warwick? Nein. Nein. Welchen dann? Einen von einem bestimmten YouTuber. Wie soll ich denn, was du meinst? Nein, von keinem YouTuber, sondern... Ja, ich weiß, YouTuber. Nein, das meine ich nicht. Also ich meine... Ich weiß schon, wie du meinst, halt die Klappe. Ich meine das. Und nicht... Ja, das meine ich nicht. Ja. YouTuber. Also YouTuber. Wer hat die meisten Kills aus unserem Team? Die Nidalee. Ja, ganz genau. Nein! Oh Gott, das oder hätte doch ein bisschen überleben müssen. Das hat mich so gefreut. Aber das hat mich auch gefreut. Soll ich ihn sterben lassen? Oh nein, er überlebt das locker. Jetzt weiß er, wie ich mich gefühlt habe. Jetzt weiß er es. Tja. Rache ist süß. Und ist auch zum Abendbrot. Viel Spaß beim... Hoffentlich killt, oh Gott. Ja, ich hab meine Kombination verkackt. Schade. Ich habe eine Annie? Ja. Was war das denn? Die war Mitte, die war auch First Blood. Ich laufe weg. Soll ich dir helfen? Kannst du durchmachen. Da sollte ich aber nicht durch den Turm laufen. Oh mein Gott, was geht. Lol, die haben den Warwick. Ja, der war von Anfang an AFK. Guck doch, das ist Level 1. Warum kommt der dann jetzt raus? Das weiß ich gerade selber nicht. Oh, wie ist es denn noch? Hat er noch ein bisschen Leben? Ja, ich hol mal einen anderen Basalen. Was war denn das jetzt? Was ist das denn jetzt? Eiskalt kämpfen wir gegen den Level 1er. Ja, machen wir das die ganze Zeit. Wir dann. Schwerer Stufe 1. Ja, das ist schön. Alles, Junge, es sind nur Bots. Ja, aber ich fühle mich cool. Sollen wir schon finishen? Wie du willst. Ja, ich hab ein bisschen Bock auf Kills. Oh, Miss Fortune ist nur Half-Life. Aber ja, mal schade, wenn sie jemals töten würde, oder nicht? Das wär's in der Tat, nur ich kann gerade keine Fähigkeiten machen. Ich aber. Ich hab gerade alles auf Cooldown. Außer die W, aber die bringt mir jetzt gerade zu gar nichts. Vorsicht, du stirbst nebenbei. Ach, ich sterb doch nicht. Ich hab ne Nidalee an meiner Seite. Mein Heal hat insgesamt 7,88 Sekunden Cooldown. Ich heile dich. Danke. Ulti! Ulti! Nein, den wollte ich klauen. Nein, der Warum hast du den nicht geklaut? Warum? Weil meine Kuh auf Cooldown war. Ich brauch Mana. Snipe. Bin ich so da oder was? Ja.
bin wär's. Ich darf halt jetzt keine. Ich darf halt niemanden mehr angreifen und somit auch kein Mana verbrauchen. Oh Gott, gegen Warwick wäre meine Ulti jetzt bestimmt effektiv. Was macht der K6 da eigentlich? Sollen wir zurückgehen und dann nochmal einfach so? Nein, lass uns hier mal weiter kämpfen. Ich hab mich nebenbei. Ja, ich hab's. Oh, der Warwick ist ja aber sehr low life hier, ja. Willst du den ersten Panther deines Lebens machen? Nee, ich hatte schon einen Panther. Aber nicht gegen solche Bots. Was sind ja gut spielende Bots. Ja. Snipe! Hier. Commander Snipes HD. Oh. Und? Ah, nicht getroffen. Hallo. 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 Möchtest du nicht auch einen Super Vasallen holen? Oh, mit dem alle so wie viel Leben. Any Tank, OP und so? Ja, der, aber wie viel Leben die hat. Gleich kann ich meine Ulti wieder machen. Ich bin betäubt, aber scheiß drauf. Mein Ulti ist ready. Nein, 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 nein. Mach das die Ulti! Ja, ich wollte die auf Anni machen, aber. Was war das jetzt? Okay. Okay, ein bisschen Schaden bekommen die trotzdem noch. Obwohl, eigentlich bräuchte ich jetzt meine Fähigkeit stärken. Magie-Penetration. Ein Super Vasall. Hier. Warwick, ein. Hier. Eine Kuh gegeben. Super Vasall hat ihn gefinisht. Na, also, so kann ich das Spiel nicht beenden. Ich meine, du hast einen Kill mehr als ich. Ich habe zwar deutlich mehr Assists, nämlich auch deutlich mehr Geld. Aber das geht doch gar nicht. Ich möchte mir noch was kaufen. Aber ich möchte jetzt nicht zurückgehen. Ha. Nein, du bist Kacke. Diese Vorlage. Magst du bitte sterben gehen? Okay. Danke für den Blue Buff. Oh, du hast ja wirklich wenig Mana. Ja, sag ich doch die ganze Zeit. Gleich habe ich wieder meine Ulti. Oho. Und ich habe meine Ulti. Aber es sind zu wenig Gegner da, finde ich. Da lohnt sich die Ulti nicht. Jetzt lohnt sie sich. Zwar nicht wirklich, aber egal. Ich konnte mich damit porten. Na, ist noch schneller. Wir müssen bedenken, dass wir das auch noch hochladen müssen, das Video. Wir sind ja erst bei 28 Minuten. Was willst du? Ja, das wird schon viel. Also es sind schon über. Ich hatte 45 Minuten und also bitte, was willst du? Nee, meine Höhe war 55 Minuten. Was ich das mit Lugen? Ja, das sind dann über ein paar Stunden Dings, ne? Was schon was? Hochladen. Und ich habe da gerade jemanden niesen hören. Echt? Ja, es kann auch Einbildung gewesen sein, aber. Das ist jetzt immer bei mir. Die Tätigkeit des Niesens betätigt. Schwer! Du mit dem scheiß Speer.
Was macht der da? Soll ich jetzt sagen, dass ich gefallen? Und ich würde sagen, wir spielen direkt zur nächsten Runde. Ja. Und machen jetzt mal einen Cut und sehen uns beim nächsten. Tschüss. Tschüss.